Autohändler sind zurück. Neue Modelle mit ganz viel Charakter, die manchmal vom Weg abkommen. Guck mich an, hier bin ich. Ich bin Junge von der Straße, Mann. Genau, und da ist ja schon das Problem. Frischer Wind für die Männerdomäne. Ich habe einen sehr bunten Haufen an Verkäufern. Wenn jetzt keiner dabei ist und zuhört, dann sage ich immer, ich habe so eine kleine Freakshow hier. Die alle nur das eine im Kopf haben. Die Potenzierung der männlichen Kraft, das geschieht in meinem Hirn mit Autos. I've got no roots. Nackenspoiler, freche Schnauze und das Herz am rechten Fleck. Markus Niemann ist ein echtes Original im Gebrauchtwagengeschäft. Doch gerade ist der Lack etwas ab. Der Autoverkäufer braucht dringend einen neuen Job. Manche steigen von 0 auf 100 in kürzester Zeit. Ich schaffe den umgekehrten Weg. Also ich bin erstmal ins Bodenlose gefallen. Für, naja, wie sagt man so schön, Geld oder Liebe. Ich habe mich halt für Liebe entschieden, hätte lieber Geld nehmen sollen. Und dann ist das baden gegangen und jetzt stehe ich dann halt so auf der Straße. Kundschaft, Damian. Oh, mein Gott, dem geht es aber gut. Damian Tschonkas Kundschaft ist genau das Gegenteil von Markus' Klientel. Du bist als Autohändler, glaube ich, so ziemlich so, ja, so die unterste Schicht. Also der Pickel am Arsch der Bevölkerung, möchte ich mal so sagen. Dich will eigentlich keiner, dich mag auch keiner. Aber das ist wie bei der Prostitution, da gehen auch immer die Leute hin und so werden auch weiterhin beim Händler Autos gekauft. Ach, kommst ja immer im richtigen Augenblick, hör mal. Du Warum? Kennst mich doch. Ja, um die Mittagszeit. Ich hab gesehen, du hast alles richtig gemacht, ne? Hör mal, was ist jetzt? Was ist mit deinem Auge? Was soll ich dir jetzt erzählen? Ich habe einen falschen Kerl am Swingerclub halt an die falsche Stelle gepackt. Da gibt es mehrere Geschichten zu dem Auge. Aber ich meine, ich glaube, die muss gar nicht erzählt werden. Trägt man mit Stolz, ne? Aber ich habe ja angerufen, ich wollte was Geschäftliches mit dir besprechen. Ja, können wir ja machen. Ja. Willst du denn verkaufen, oder wie ist das? Also wenn ich mein Schätzchen abgib, dann ist mein Freund. Freunde verkauft man nicht. Nee, da ist. Immer, Understatement ist ja anders, ja? Das heißt nicht Maserati-Zeichen abreißen, dann Understatement. Noch hast du Spaß. Komm, lass uns erst mal reingehen. Ich habe wirklich ein ernstes Anliegen. Also ich würde das Ding nicht kaufen, weißt ja sehr. Nee, was ist jetzt hier? Ja, das ist wie Hund und Herrchen. So passt der Besitzer auch immer zu seinem Auto. Das ist identisch. Bei Markus, die Autos, der fährt immer so Ludenkran. Richtig geile Dinge, aber die sind vom Zustand, ja, sieht man ja selbst. Ja. Also da fehlen mir die Worte. Maserati perfekt, Zustand scheiße. Sag mal, das tut mir so weh. Deshalb hast du ja auch nicht so ein Auto. Und deshalb wirst du auch nie so ein Auto haben. Lass uns reingehen, ich kann das nicht sehen. Das Coole hier am Ruhrpott ist ja, man kennt sich untereinander. So, ich mache 25 Jahre Autobusiness, da lernt man viele gute Leute kennen. Damian ist einer der guten Leute, ich kenne ihn schon lange. Und ich erhoffe mir da einfach, dass ich da so auf unkonventionelle Art und Weise Fuß fassen kann. Pass auf, du weißt ja, ein Auge zaut der Krankenkasse, ich weiß auch nicht, musst du bezahlen. Und ich weiß gar nicht, worauf wie ich das erzählen soll. Du kennst mich, ich habe immer einen lockeren Spruch drauf. Ja. Jetzt ist ernst. Ja, ja. Bei Bumm bin ich raus, das weißt du. Das weiß ich. Nach 10 Jahren. Ja, dann habe ich gedacht, endlich geht's voran. Ja, neue Frau, neues Glück. Immer die gleiche Geschichte, ja. Markus. Ich habe im letzten Jahr eine Frau kennengelernt, habe ihr ein Autohaus ermöglicht, habe mein ganzes Know-how und meine Mittel und meine finanziellen Mittel und alles da reingesteckt, habe versucht, den Laden ans Laufen zu bringen, habe wirklich gearbeitet, geackert und alles, was ich konnte, gegeben. Ja, und dann hat sie mir den Rest gegeben, irgendwann jetzt in den letzten Tagen. Ich bin raus aus dem System, keine Liebe. Kein Autohaus, kein Geld, keine Zukunft, keine Perspektive. Ich brauche einen Job. Also ich sehe, worauf das hinaus will. Du hast, genau, das war ein Bewerbungsgespräch, was du jetzt eben geführt hast. Das war meine Bewerbungsunterlagen. Ich kann dir noch mein Freischwimmerzeugnis oder ein schlechtes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Entlassen. Aber ansonsten habe ich nichts. Guck mich an, hier bin ich. Genau, und da ist ja schon das Problem. Ja? Also du, Herz, toll. Ja, prima. Aber hör mal, Sonnenblume kann ja keine Autos verkaufen, ja? Also an seinem Outfit muss er ja arbeiten, weil hier in dem Klientel, wir haben nicht einen Opel Ascona, wir haben nicht einen Opel Kadett, wir haben andere Autos, auch aus der damaligen Zeit, aber da ist ein anderes Publikum da, ja? Ich bin Junge von der Straße, Mann. So, ich habe andere Methoden. Ich box mich durch, ich habe Ellenbogen. Richtig, du boxst dich ja durch. Und guck dir mal deine Karre an, deine Ludenkarre, guck dir mal dein Auge an. Du erzählst mir was von Ludenkarre, guck dir das doch mal an hier, das orange Toilettendingen da. Ich habe eine Idee. Vielleicht als Praktikant könnte ich dich mal mitnehmen. Ganz ehrlich, momentan ist es mir vollkommen egal. Ich würde im Grunde um alles machen, dass ich ans Geld verdienen komme. Ja, und gleich kriege ich noch einen Lendi-Kunden und da kannst du dich ja bewähren.
Ja, dann gib mir ein paar Background-Informationen und dann werde ich das Kind schon schaukeln. Alles klar. Der Markus ist Ruhrpottler durch und durch. Das kann mir aber Vorteile bringen, weil mit dem Ruhrpottler, da kann er wirklich Tacheles reden. Und da ist wirklich, wo ich dann sehr viel Potenzial bei Markus sehe. Ob der Kunde das auch so sieht? Das mittelständische Autohaus Herbrand Jansen. Etikette und seriöses Auftreten werden hier großgeschrieben. Dafür steht der ehrgeizige Verkaufsleiter Carsten Küsters. Von wo kamen die nochmal? Kaffee? Bitte? Kann man Kaffee mitnehmen? Ja, klar, können wir Kaffee mitnehmen. Wir fangen an um 9:59 Uhr, dann habe ich die Hoffnung, dass um 10 Uhr auch wirklich alle da sind. Morgen. 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 Guten Morgen. Der Küsters von der Art Chef her, doch, ist ein recht konsequenter Chef. Der viel von seinen Mitarbeitern erwartet. Wir besprechen so das Tagesgeschäft. Ne? So hat jeder die Möglichkeit, einfach vor der Gruppe mal zu sagen, so, da bin ich gerade unterwegs. Der Doktor hat sich für den Auris Diesel Final entschieden und gestern gekauft. Das ist schön. Ich habe einen sehr bunten Haufen an Verkäufern. Wenn jetzt keiner dabei ist und zuhört, dann sage ich immer, ich habe so eine kleine Freakshow hier. So. Ach so. Moment. Man muss natürlich für diesen Job auch ein bisschen geboren sein. Wer introvertiert ist, hat da keine Chance. Und ich bin einfach ein Mensch, der für alles offen ist, für alles Neue, für Veränderungen, solange ich sie für sinnvoll und gut erachte. Das ist immer die Voraussetzung. Ich hatte vergessen, dazu zu erwähnen, dass eine Anfrage aus Barcelona, die bestehen darauf, dass ich denen dann persönlich das Fahrzeug anliefere. Ja. Ist okay, ne? Ja. Gute Fahrtnote. Danke, danke. Alles klar. Im Groben bin ich schon zufrieden mit meinen Verkäufern. Wir haben natürlich immer Bereiche, wo man noch ein Stückchen mehr machen kann. Zum Beispiel im Neuwagenverkauf. Um den kümmert sich unter anderem Mariam Nassour. Die 24-jährige Automobilkauffrau muss jetzt vor ihren Kollegen zum Rapport. Von denen, die da hängen, gibt es eigentlich nichts Neues. Warte bei allem noch auf Entscheidungen oder dass sie aus dem Urlaub zurückkommen etc. Mariam ist ein bisschen stillerer Typ und muss hin und wieder mal so einen kleinen Motivationsschub haben, ne? Ich habe den Herrn Teves angerufen, der möchte kein neues Auto. Ich denke, altersbedingt, der war schon ziemlich alt, glaube ich. Deswegen, der wollte und braucht auch kein neues Auto, ehrlich gesagt. Ich hänge die mal ab hier, die sich erledigt haben, ja? Wenn man Verkäuferbesprechungen hat und jetzt nur innerhalb von einer Woche nur ein oder zwei neuen Kundenkontakte hat, dann ist das schwierig. Also es ist nicht so, dass man sich schämt oder was. Aber der Chef erwartet einfach mehr. Ich habe mir mal überlegt, wir werden heute eins machen. Für die nächsten 3 Verträge, die ich bekomme, gibt es ein Sonderbonbon. Diese Bonbons habe ich hier schon vorbereitet. Das heißt, die ersten 3 gibt es noch mal so eine Sonderprämie dazu. Hin und wieder überlegt man sich immer eine Kleinigkeit, ne? Und das macht denen dann auch Spaß. Das ist so ein kleines Battle und dann hat man so ein bisschen Dynamik, so Eigendynamik kommt dann auch wieder dabei raus. Und, ja. Dann wünsche ich einen erfolgreichen Tag. 100 Euro extra sind heute drin. Für Mariam geht es aber um sehr viel mehr. Sie muss sich nämlich Tag für Tag ihrem Chef neu beweisen. Es gibt viele Frauen im Verkauf, die glauben, dass es ein Bonus ist, in einer Männerdomäne als Frau zu verkaufen. Das funktioniert immer mal so sporadisch. So ein bisschen funktioniert das mal, kollabiert dann aber irgendwann. Wenn eine Frau arbeitet, strukturiert wie ein Mann und wirklich sagen, ich kann mich jetzt auch in den Jutesack hier hinsetzen, um es jetzt mal so zu überspitzen, dann sind die wirklich richtig gut. Aber das muss man, diesen Punkt muss man einmal erreichen. Mariam will ihn vom Gegenteil überzeugen. Die Messlatte liegt bei Küsters extrem hoch. Also der Herr Küsters als Chef ist durchaus streng, ne? Also er hat seine Regeln, seine Prinzipien, die wir einfach machen müssen. Und wenn das nicht klappt, dann gibt es auch schon mal einen auf die Nase. Aber im Großen und Ganzen ist er auch einfach herzlich dabei. Der nächste Kunde könnte Mariam beides bringen. 100 Euro extra und den Respekt des Chefs. Wir haben telefoniert, richtig? Genau, Maturana. Nassur, hallo. Alles gut? Ja, soweit. Schön, dass es so spontan geklappt hat. Ja, danke schön, dass Sie sich Zeit nehmen konnten. Ja, gerne. Genau. 108er geht's, ne? Ich zeige Ihnen den Wagen direkt mal, der steht hier vorne. Setzen Sie sich ruhig mal rein. Ja. Was fahren Sie zurzeit? Im Moment haben wir einen Smart. Smart.
Dann ist er schon ein bisschen größer als ein Smart. Genau, deswegen, wir brauchen ein bisschen was Größeres. Ja. Zwei Sitzer, zum Moment zu klein. Bisschen klein. Okay, soll aber trotzdem in der Größe bleiben. In der genau, soll er trotzdem Kleinwagen sein. Ja, weil, für die Stadt. Genau, weil meine Frau viel in der Stadt unterwegs ist. Meine Frau ist heute arbeiten, daher durfte ich den Termin hier wahrnehmen, weil ich konnte mir zufälligerweise frei nehmen. Und meine Frau vertraut mir in der Hinsicht, weil sie weiß, dass ich weiß, was sie gerne möchte. Parksensoren, weiß ich nicht, wenn wir hinten Parksensoren hätten. Hinten macht auch Sinn. Genau. Ja. Eventuell Rückfahrkamera, dann hätten sie ein großes Display drin, okay. Gibt es auch. Ach, ne? Super, okay. Müssen wir einfach dann schauen bei der Konfiguration, wie es auf dem Preis hält. Okay. Das ist auf jeden Fall sehr schön, also ich finde sehr rund. Ich meine, da es ja für meine Frau ist, ich meine, Frauen mögen ja meistens immer so putzige, runde Autos. Ein bisschen Kofferraum haben sie. Ja, das ist schon mal praktisch, ja. Also unsere Klingel ist weltberühmt hier im Autohaus. Die Kunden erschrecken sich zwar, wenn einer klingelt. Und dann erkläre ich immer, ja, dass es ein verkauftes Auto ist, wenn wir klingeln. Also diese Glocke, da bin ich auch so ein bisschen eigen. Die wird auch nicht aus Spaß geläutet. Manchmal kommt so ein Monteur vorbei, der würde das mal gerne. Das kostet dann allerdings eine Runde.